Ihr seid ja Veteranen der Charity Tour. Ja. Erzählt's ein bisschen. Also das erste Mal sind wir mitgefahren im Jahr 2000. Da war das alles natürlich noch ganz anders wie jetzt. Jetzt ist das professional. Dankeschön. 2000 war das eher laienhaft, sage ich. Wir haben viel selbst gemacht und ja, es ist halt in den Jahren immer besser geworden. Wir hatten natürlich auch mehr Übung in der Sache und sind dann jetzt zwei Jahre, glaube ich, nicht gefahren, also außer Corona. Ja. Und haben uns dann entschlossen, dass wir wieder bei der Charity Tour teilnehmen. Michaela, ihr habt den T-Shirt-Verkauf lange gehandelt. Ja, gell? Und ich denke, ich habe jetzt in der letzten Zeit, der letzten Tage, das ist irgendwie komisch, so intensiv daran gedacht, wie das damals war eben. Ja. Und ja, ich meine, wir sind nicht vom ersten Tag dabei gewesen, sondern in, ich glaube 2002 haben wir eben dann mitgeholfen und wie der Gerd schon gesagt hat, es war halt natürlich anders, weil es nicht so groß war. Ja. Und wir haben eben bei dir diesen Bus geholt, der war voll gefüllt mit den Schachteln oder auch nicht, man musste es selber machen. Ja. Und dann sind wir eben vorausgefahren an den ersten Standort zum Beispiel, ja, haben dort zu zweit halt die Bänke alles rausgeschoben, aufgestellt, die Schachteln raus, alles sortiert. Ja. Dann weiß ich noch, wir hatten Banner von den Firmen dabei, die mussten wir auch aufhängen, das war ein bisschen stressig, ja, wir wussten genau, die kommen bald, ja, so alles aufstellen, hinlegen, ja, Banner, dann kann ich mich noch erinnern, dann bist du gekommen, hast du mir gesagt, ich weiß nicht, das Banner müssen wir vielleicht jetzt an 2 Meter links oder 2 Meter rechts. Ich war das nicht. Ich war so ähnlich, hat ausgeschaut wie du, ja, also, aber es war eigentlich eine schöne Zeit. Ja. Naja, was hat euch eigentlich angetrieben, dass ihr da damals mitgeholfen habt? Ja, Kann man das noch sagen? Wir waren ja im Wiener Chapter. Das war ja damals dein Chapter noch. Ja. Und natürlich durch das Chapter sind wir auch zu dieser Charity Tour gekommen. Und wir haben dann gesagt, das ist gut und wir werden jedes Jahr, soweit es geht, fahren. Eben für die muskelkranken Kinder. Ja. Wir sind jetzt in keinem Chapter mehr. Wir haben jetzt eine Fahrgemeinschaft gegründet und haben die 7 Jahre, was wir jetzt in der Fahrgemeinschaft sind, immer für die Charity Tour gespendet. Das war mir eigentlich ein Anliegen, immer schon, weil uns geht's gut und darum wollen wir ein bisschen, es ist eh nicht was für ein Betrag, aber doch ein bisschen was. Das ist ein Dollarbetrag, mehr als manche Firma. Ja, das ist schon richtig. Wir freuen uns über jede Spende. Nein, das ist natürlich. Aber ja, es ist schon toll. Also ich würde sagen, 1000 Euro. Ja, 1000 Euro sind es heuer. Vielen, vielen Dank. Ja, und wie gesagt, solange es geht, werden wir versuchen natürlich weiter zu spenden und auch mitzufahren. Also, vielen, vielen Dank. Schön, dass ihr bei der 25. Jubiläumstour, unglaublich, oder? Ja, Wahnsinn. Ja. 25. Ja. Aber es bleibt toll, dabei. Es werden noch weitere viele Jahre folgen und erfolgreich. Und ich hoffe, ihr seid nächstes Jahr wieder dabei. Wir werden uns bemühen, so gut will, ja. So gut will. Ja, genau, dass wir gesund sind, ja, dann auf jeden Fall. Ja. Also, vielen Dank, schöne Zeit. Ja. Und bis nächstes Jahr. Dankeschön. Danke.